Hallo und herzlich willkommen zu meinem Unboxing von Pokémon Schwert und Schild. Ich hatte mal wieder Glück und konnte das Spiel schon einen Tag früher bekommen. Und nun werde ich zusammen mit euch die Doppelpacks Edition mit der Steelbox öffnen. Mal schauen, wie es aussieht. Erstmal hier von hinten die Verpackung. Dann steht hier noch Pokémon Schwert und Schild Doppelpack Edition plus Steelbook. Und dann sieht man hier nochmal, was enthalten ist. Schwert und Schild und die Steelbox. Und ein Download-Code, also zweimal den Download-Code für den Dina-Kristall. Genau. Dann öffne ich es einfach mal. Da sieht man hier schon mal ein Mimio. Oh, es sieht so traurig aus. Es ist traurig, weil nicht alle Pokémon in dem Spiel drin sind. Genau, dann habe ich hier den Code, den muss ich mir noch freirummeln. Dann stehen hier noch alle möglichen Sachen drauf. Das Kleingedruckte müssen wir jetzt nicht lesen. Sword and Shield. Genau. Dann haben wir hier einmal Pokémon Schwert. Werde der allerbeste Trainer. Genau, und dann haben wir hier nochmal Pokémon Schild. Hier, nochmal. Werde nochmal der allerbeste Trainer. Dann können wir hier mal den Unterschied anschauen. Da sieht man hier ein Flunkiefer und ein Zumbiris. Dann ist hier Despota und hier ein Trikefalo. Oder Trikefalo. Ich bin mir nicht so sicher, wie man das ausspricht. Genau, und man sieht hier ist die Schrift blau und hier ist sie rot. Weil das Schild ist und das Schwert. Genau. Und dann haben wir jetzt hier noch die Steelbox. Wow. Also ich finde, dass die Steelbox schon ziemlich cool aussieht. Mal schauen, wie sie von innen aussieht. Ah ja, da haben wir den Überblick von der Gala-Region. Es spiegelt jetzt nur ein bisschen. Aber man kann es trotzdem gut erkennen. Hoffe ich. Und hier ist der Platz für die zwei Spielhüllen. Genau, und wenn man das so anschaut, kann man dann beide. Dann sieht man hier die Pokémon, die Spiele. Genau, und jetzt werde ich noch die Spiele öffnen. Am besten stelle ich das hier ab. So. Und mal schauen. Wenn ich es aufkriegen würde. Okay. Jetzt habe ich es. So. So. Hier nochmal von der Seite. Pokémon Schwert. Und wir öffnen es. Dann sehen wir hier das Spiel. Ich hole es mal raus. Hier steht es auf Englisch drauf. Pokémon Sword. Ich finde, das Spiel sieht ziemlich cool aus. Und dann können wir hier sehen, da ist das Rotom Handy Pokédex Ding. Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendeinen besonderen Namen hat. Das kann ich mir nicht erinnern. Ich habe nicht so viele Trailer bzw. die Informationen mir nicht so oft angeschaut, damit ich das Spiel relativ blind spielen kann. Auf jeden Fall sieht es so aus, als wäre das so auf so einer Decke. Das finde ich ganz lustig. Und dann
wartet hier noch, dass ich mir einen besonderen Bonus holen kann. Ein Mauzi, das die Giga-Dynamaxisierung kann. Yay! Dann haben wir hier das Sammelkartenspiel, das Pokémon Home. Ich bin mir wirklich nicht sicher, was das bringen soll. Warum sollte ich mein Pokémon rübertauschen und dann auf Home haben, wenn ich es sowieso nicht auf Schwert und Schild übertragen kann? Das ist ein bisschen traurig. Aber vielleicht kommen dann noch welche Spiele, wo man Pokémon dann doch übertragen kann. Ja, und dann jetzt verfügbar das Lösungsbuch. Nee, ich will es ja blind spielen. Da brauche ich kein Lösungsbuch. Aber vielleicht hole ich mir das Lösungsbuch irgendwann mal, wenn es günstig ist. Meistens kosten die mir ein bisschen zu viel. Genau. Dann öffne ich jetzt noch Schild, damit wir das auch getan haben. Wow. Jetzt war ich viel besser als beim ersten Mal. Dann öffnen wir es. Und dann haben wir hier nochmal. Hol dir das Giga Dina maxisierungsfähige Mauzi. Sofort. Dann hier sieht es eigentlich ziemlich gleich aus. Ich glaube, das hat keinen Unterschied. Holen wir das mal raus. Dann können wir schauen, ob da unten noch. Nee. Und dann haben wir hier Pokémon Shield. Auch sehr cool. Genau, und das war's eigentlich auch schon. Das ist die Dualbox mit Pokémon Schwert und Schild drin und der Steelbox. Spielen werde ich das Spiel wahrscheinlich heute schon ein bisschen, aber besonders morgen, weil dann wollte ich zusammen mit einer Freundin zusammen zocken. Und dann macht es auch mehr Spaß zu zweit. Genau. Aber wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Schwert und Schild schon? Oder habt ihr es euch bestellt? Oder wollt ihr es lieber nicht kaufen, weil ihr euch denkt, na, da ist mir zu wenig drin? Schreibt es doch in die Kommentare. Und sagt mir eure Meinung zu Schwert und Schild. Und wie ihr die Steelbox findet. Die sieht doch eigentlich ganz cool aus. Ist auch richtig 3D. Ich weiß nicht, ob man das hier so erkennen kann. Also es ist nicht nur aufgedruckt, sondern wirklich so. Man spürt die Pokémon. Genau. So, das war's eigentlich schon. Ich wünsche euch noch viel Spaß, falls ihr das Spiel auch spielt. Oder viel Glück, dass ein Spiel rauskommt, was ihr gerne spielen wollt. Und noch einen schönen Abend euch. Bis bald. Ciao. Hey, ich bin doch nochmal kurz zurück. Und zwar ist mir gerade noch aufgefallen, dass ich das Zeug wieder eingeräumt habe, dass hier unten die anderen zwei Starter sind. Also Chimpek und... Oh Gott. Ich habe den Namen von dem Feuerstarter vergessen. Schreibt doch den Namen vom Feuerstarter auch in die Kommentare. Nee. Das wird mir schon wieder einfallen. Alles klar. Schönen Abend euch noch. Tschüss.